So, weiter geht es mit einer neuen Folge. Der Pate 2, Dominik der Brecher, muss mit Henry reden. Na Henry, was macht die CIA? Ich stehe nicht gern im Dunkeln, Mitchell. Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie mir alles erzählen. Natürlich. Der Plan ist eigentlich ganz einfach. Wir nutzen Castros Schwächen aus. Die Dissidenten und seine wirtschaftlichen Probleme. Die Dissidenten halten dem ehemaligen Präsidenten immer noch die Treue, oder? Sagten Sie nicht, Sie würden sie unterstützen? Wir kappen alle Verbindungen, sobald sie da sind. Ich opfere sie nur ungern, aber anders kommen wir nicht an ihn ran. Castro hat die Anhänger des Ex-Präsidenten praktisch zum Freiwild erklärt. Jeder, der seine Waffe gegen sie erhebt, wird zum Helden dieser sogenannten Revolution. Ich nehme mir also die Dissidenten vor und mache mich bei der Regierung beliebt. Was dann? Ich lasse meine Quellen Informationen über sie streuen, dass sie die Revolution befürworten und daran denken, auszuwandern. Und natürlich, dass sie starke Geschäftsverbindungen mit dem Westen pflegen. Das stimmt ja auch. Genau. Wenn die sie also überprüfen, steht ihre Story. Sie müssen nur mitspielen, Dominik. Ich bringe sie nah an Castro ran, glauben Sie mir. Näher war ihm noch niemand. Sobald er weg ist, setzen wir den Ex-Präsidenten wieder ein und jagen die Roten zum Teufel. Danach gehört alles, was sie von Kuba wollen, ihnen. Ich muss sagen, das hört sich wirklich verdammt nett an. Ich soll Castro ermorden? Wissen Sie, worüber wir hier reden? Ich hoffe, Mitchells Plan funktioniert. Das wird er. Er hat mich noch nie enttäuscht. Kuba war mal ein blühendes Land. Und bald wird es wieder blühen. Es gibt allerdings ein Problem. Michael, er weiß nichts von diesem Krieg mit den Manganos. Michael ist momentan in einer schwierigen Lage mit diesem Prozess. Er braucht nicht noch mehr schlechte Nachrichten. Überlassen Sie Mangano mir. Es wird sein, als wäre die ganze Sache nie passiert. Diese Dissidenten. Wie gut sind sie bewaffnet? Sie werden zwar von den USA ausgerüstet, aber bestenfalls mittelmäßig. Wenn Mitchell ihren Nachschub abschneidet, und das wird er, dürften sie kein Problem sein. Ich habe keine Lust, da draußen mit einer Zielscheibe auf dem Rücken rumzulaufen. Keine Sorge. Sie sind Geschäftsmann, kein Aktivist. Das ist ein großartiges Land, Dominik. Es braucht nur einen Schubs in die richtige Richtung. Was gebe ich nicht alles für noch 20 Jahre? Ergreifen Sie diese Chance. Chance, ich weiß nicht, ne? Was. Kuba könnte für eine Weile Revolution. Ein gutes unfassbar. Also ich weiß nicht, Kuba könnte auch mein Ende sein, Jungs. Denn wenn wir eins wissen, Castro werden wir garantiert nicht töten. Mit der Braut will ich meine Zeit nicht verschwenden. Außer du bezahlst Kuba, die Stunden. Was zum Geier? Was wollen wir denn da? Weil wir abtauchen müssen. Und weil ich einen Deal mit Rot habe. Hör zu, vertrau mir einfach. Während wir in Kuba sind, regelt er alles mit Mangano. Und dazu ein bisschen chillige Musik. Perfekt, oder? Na gut, dann auf nach Kuba. Wenn wir überleben. Und ich meine nicht Kuba, sondern die Autofahrt. Wir alle kennen meine Fahrkünste. Okay, hier drüben ist die Villa von Mangano. Da kommen wir jetzt noch nicht hin. Und soweit ich weiß, hat Mangano auch auf Kuba Geschäfte, die man einnehmen muss, um ihn dann letzten Endes zu stürzen. Wir sind hier und der Flughafen, wo ist er denn? Flughafen, wo bist du? Ach, hier drüben. Gut, dann nehmen wir die Straße und folgen ihr. Und wir können auch einen Laden übernehmen. Ein Laden liegt noch auf dem Weg. Da dippen wir kurz rein, ballern ein paar Jungs ab und schon gehört der Laden uns. Grüne Welle. Na, ich werde den Song vermissen. Sorry, Bro. Hey, da drüben sind ein paar Wichser. Oh, einer ist tot. Gehen wir. Und ein bisschen Munition. Okay, wie komme ich hier rein? Ah, die Dinge sind immer total die Festung. Ah, hier drüben. Los, mach einmal schon. Bitte hierhin. Die Tür sieht ziemlich... Schon wieder so eine billige Scheißtür. Schon wieder so eine billige Scheißtür. Und dann deine Visage. Genau, erst die Sachen zertrümmern, dann das Gesicht. Ich hoffe, Sie sind versichert, Arschloch. Oh, fuck, Explosion. Jeez, Arschloch. Jungs. Unangenehm. Wahnsinnig unangenehm. Also, was soll's sein? Ich hab das schon. Oh, ich brauch Heilung. Ich brauch unbedingt Heilung. Alter, wie mies war das denn? Hinter mir so ein Tank, der explodiert ist. Ich kann den Kerl ganz leise ausknipsen. Okay, ich bin wieder frisch. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich gehe hier drauf. Holy shit. Mangano.
Ey, der die guten Männer. Jungs, von denen hier könnt ihr verdammt viel lernen. Okay, die Munition sieht stabil aus. Einfach mal die ganze Bande hier zerlegt. Die Waffe runter. Okay, wo muss ich hin? Vielleicht hier drüben hin. Oder auch nicht. Warte mal, hat der Verstärkung geholt? Ja, ein gemachter Mann. Und der gemachte Mann ist wieder weg, hä? Eben gerade wurde doch ein gemachter Mann angezeigt. Mysteriös. Watson? Kombinieren bitte. Okay, wo kann ich bitte schön den Manager finden? Bro? Ist er gestorben? Nee. Der muss noch am Leben sein. Oben. Wie komme ich oben hin? Alright, hier drüben ist eine Treppe. Fuck, wie viel halten die aus? Okay, hier muss der Manager sein. Zwing mich nicht, dich zu erschießen. Tu das nicht. Na komm schon, Alter. Ich bezahle. Hör bitte, ich habe nichts getan. Wollen Sie für diese Blödmänner wirklich sterben? Ab sofort arbeiten Sie für mich. Ist das klar? Sie wollen diesen Laden? Meinetwegen. Na also, geht doch. Natürlich will ich diesen Laden hier. Es war ja auch mein Laden. Und deswegen hauen wir hier noch ein paar Wachen rein. Wir brauchen... Ja, 10, oder? Es würde noch deutlich mehr gehen. Okay, machen wir 13. Aber dann ist gut. Ich will auch ein bisschen Geld verdienen. Ich sag ja, mittlerweile so eine richtige Simulation. Die große Mafia-Simulation. Taxi! Jungs! Sind wir hier in der Fahrschule? Kannst du nicht schneller fahren? Du warst noch nicht mehr im Auto. Irgendwie bekomme ich jetzt wieder kein Radio rein. Ja, ich weiß, auf F kann man den Sender wechseln, haben Leute schon geschrieben, aber ab und zu geht's nicht. Hier, Radio geht nicht. Ich hämmere F, nichts passiert. Vorhin ging's. Ein bisschen buggy. Oder wir haben das Radio zu Schrott gefahren, keine Ahnung. Vielleicht eine Mischung aus beidem. Heilige Scheiße! Die Übernahme dieses Geschäfts war ein großer Wurf. Die Idioten wissen gar nicht, was sie da eingesackt haben. Also, Dolores, Rush. Planen Sie heute mit uns zu reisen, Sir? Leider ja. Kuba, bitte. Okay, alles bereit. Danke, dass Sie heute mit uns fliegen. Und schon bin ich in Kuba. Oh, toll. Komisch, ich glaube nicht, dass ich hier untertauchen kann. Ich weiß nicht, wie Mitchell das anstellt. Dann schauen wir mal. Hier, Mangano. Zwei Geschäfte nur. Ist aber wenig. Telefon. Warum passt ihr Pendejos nicht auf, wo ihr hinlauft? Pendejo. Ich brauche Telefon. Ach, Kuba. Da war auch schon mal mehr los. Aber Kuba ist ja wunderschön. Also, im echten Leben. Wunderschön, Kuba. Telefon, da hinten. Hola, Dominik. Wer ist da? Mitchell? Ja, ich bin auf Kuba. Treffen wir uns, wo wir ungestört sind. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind. Ah, Compadres, entschuldigt mich. Alter, Morgan Freeman, geh doch mal weg. Kuba verändert sich, Dominik. Männer wie wir, ich weiß nicht, ob wir hier eine Zukunft haben. Wahrscheinlich eher nicht, wir machen ja auch nur Urlaub. Wir plündern, brandschatzen, morden, vergewaltigen und dann gehen wir wieder heim. Und wir sollten morgen Freeman töten. Boah, die dicke Hupen. Huiuiuiuiui, kubanische Frauen. Die saugen dir die Seele aus. Kubanische Rentner. Alles da, in der hinteren Tasche. Die saugen dir den Geldbeutel leer. Kubanischer Müll. Der saugt, keine Ahnung.
Irgendwas. Irgendwas wird kubanischer Müll auch machen. Also, hier ist mein neues Versteck. Oder wie, oder was? Ach, guck mal hier. Henry. Können wir hier ungestört reden? Die Kubaner lassen jedem seine Privatsphäre. In diesem Punkt können wir von ihnen lernen. Also gut, kommen wir zum Geschäft. Wie Sie wollen. Geschäft. Haben Sie Ihren Teil schon erfüllt? Ja. Wir haben über alle unsere Kanäle Gerüchte gestreut. Alle reden davon, dass ein wichtiger Amerikaner im Land ist, mit einer Schwäche für die Revolution. Die Regierung denkt, sie wollen auswandern. Sie sind in aller Munde. Okay. Und wie geht's weiter? Ich gebe Ihnen Informationen über einige Dissidenten in der Stadt. Sie müssen sie ausschalten, aber unauffällig. Die Regierung muss davon erfahren, allerdings auf die richtige Art und Weise. Verstehen Sie? Keine Sorge. Ich erfülle meinen Teil der Abmachung. Gut. Es wird nicht lange dauern, bis jemand etwas bemerkt. Überlassen Sie ihnen aber den ersten Schritt. Sie sollen denken, dass Sie alles im Griff haben. Und, Dominik, denken Sie an Ihre Tarnung. Vergessen Sie nicht, dass Sie das Regime unterstützen. Anders kommen wir nicht nahe genug ran. Viel Glück. Ich meine, ich sehe auch extrem auffällig aus, oder? Was soll der Scheiß? Arbeiten wir jetzt für die CIA? Solange wir Geld bekommen, ist doch alles cool. Also Klappe zu. Okay, dann schauen wir mal. Wir müssen Menschen umbringen. Im Grunde das, was ich immer mache. Einer hier drüben, einer hier. Und dann ganz viele da hinten. Nicht schlecht. Wird spät. Er ist da drüben. Jungs. Oh. Beeilen wir uns. Och, kann ich hier durch? Nee. Wie jetzt? Wie jetzt? What? Was haben die übernommen? Moment. Die haben den Laden hier einfach wieder übernommen. Wie kann das sein? Ich habe nicht mal eine Anzeige bekommen, wie ich verteidige den Schuppen. Ah, fuck. Das ist mies. Das ist richtig. Was ist hier los? Au! Und dir deine scheiß Erbsen weg. What the fuck? Stichwunde, Dominik. Stichwunde? Du hast eine schwere Stichwunde, Dominik. Steck sie weg, Mann. Billy, hau sie weg. What the fuck? Warum drehen die hier so durch? Mangano, seine Jungs. Oh doch, die Schulter, Alter. Mies die Schulter und die Oma. Oh, stressig, Alter. Verdammt stressig. Und die Bullen kommen. Munition, Munition, Munition. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Jungs, wir müssen fliehen. Wir sind unschuldig. Verdammt, noch eins. Kuba. Geht mir jetzt schon voll auf den Sack. Aber Kuba hat die ganzen schönen amerikanischen alten Autos. Also auch heute noch. In Kuba Taxifahren ist wirklich ein Genuss. Wenn man nicht entführt wird. Nee, so schlimm ist Kuba heute nicht mehr. Brasilien ist der gefährliche. Was Taxifahren angeht. Aber trotzdem, die haben echt wunderschöne Taxis. Taxen? Ist nicht die Mehrzahl Taxen? Taxis? Taxen? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ey, 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 wer bist denn du? War klar, dass sie den Laden wollen. So Tommy. Nah an ihrem Territorium. Was machen wir jetzt? Ey, Tommy. Ich suche einen guten Mann. Jemanden, der sich ein paar Dollar verdienen möchte. Du suchst einen Soldaten für deine Familie, richtig? Tja, dann bin ich dein Mann. Ich bin clever, kann kämpfen und ich weiß, wann ich den Mund halten muss. Echt, also, was willst du über mich wissen? Bist du von hier? Warst du schon mal im Knast? Es gibt Typen, die können einfach ihr Maul nicht halten. Ich bin da ganz anders. Von mir erfährt keiner was. Nie. Mann, wenn mir was zustößt, schweige ich wie ein verdammtes Grab. Aus mir kriegen die nichts raus, ich schwör's dir. Irgendwas kannst du sicher gut, oder? Ich bin der unbesiegte Champion im Straßenkampf. Noch nie zu Boden gegangen, Dominik. Experte. Alright. Ich gehöre dann also zur Familie? Du ziehst mich nicht auf? Willst mich nicht verarschen? Machst keine Spielchen mit mir? Es ist nur... Bist du sicher? Verarscht. Nee, du bist dabei. Alles klar. Willkommen in der Familie.
Du bist dabei, Junge. Würde ich niemals verarschen. Du solltest diesen neuen Soldaten auf Herz und Nieren prüfen. Und wie mache ich das? Eine Knarre an die Schläfe halten und sagen, entweder du funktionierst oder du bist tot. The Way of Psycho. Ich sollte mir einen aufregenderen Beruf suchen. Buchhalter oder so. Das war Sarkasmus, oder? Wenn ja, schwach, Alter. Mega schwach. Boah, machen die einen Schaden, die Jungs. Das ist Wahnsinn, ne? Hey, da drüben sind ein paar Wichser. Wer gibt mir Deckung? Weg damit! Alright, alright, alright. Der ist tot, oder? Der ist tot. Aber ich bin auch fast tot. Boah, da kommt ja richtig Blut aus den Jungs raus. Fieser Blutschiss. Licht aus, Dreckskerl. Okay, und jetzt nix wie weg hier. Ein Anschlag nach dem anderen. Ey, du bist dabei, oder wie? What the fuck? Läuft jetzt mir hinterher? Blitzcode! Hab ich jetzt vier? Das ist ja cool. Oh, ich muss weg. Ich bin unschuldig. Da oben war eine Schießerei. Ich hab nichts damit zu tun, ich schwör's. Beim Leben meiner Mami. Den leih ich mir mal, ja? Mann, Dominik. Du bist ja eine Ein-Mann-Armee. Ja, das bin ich. Nicht zu sicher. Nur weil ihnen Castros Armee in den Arsch getreten hat, heißt das nicht, dass sie schwach sind. Geh nicht zurück. Die Überlebenden werden eine harte Nuss. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Hast du gut erkannt, Cecil. Chief, lass mich ans Steuer. Nein. Niemals. Ich fahre immer selbst. Ei, gefähr! Was ist denn hier drüben los? Was kann man hier machen? Okay. Aha. Ach, der Weg. Praktisch. Nett. Wer lieferte las armas? No se preocupe. Der Dealer ist sowieso tot. Por allí! Steck das Ding, Polizia! Nur zwei? Oh, fuck, hier drüben sind richtig viele. Glaub's mir, du willst nicht erschossen werden. Der ist es nicht wert, dass man für ihn ein Loch gräbt. Okay, müssen die sterben? Die sehen so unwichtig aus. Muss ich hier hoch? Nein, 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 absolut nein. Waffe! Ich hab was für dich! Wo ist der letzte hier? Mach den tot! Er ist immer noch da draußen. Ach, kommt schon, Jungs. Okay, das war's. Gut. Irgend so eine Frau da unten direkt. Nicht mich. Ich hab von dir gehört. Du bist Dominik, der Brecher. Du tötest Frauen. Yep, der bin ich. Bitte, Dominik. Wir können doch über alles reden. Capitolo. Wo ist mein Auto? Irgendwie gibt es auf Kuba nur geile Frauen und Senioren. Senioren und geile Frauen. Was für eine Mischung. Okay, jetzt sollen wir hier drüben noch hin. Hier wäre noch ein Laden. Ah, verdammt. Den hole ich mir später. Warum? Wir bekommen Besuch. Ist hier auf einmal so viel Rauch? Hey, was soll denn das, ja? Nicht meine Schuld. Irgendwo da hinten ist noch jemand am Leben? What? Einer von denen soll ich auch töten. Henry, das hättest du übernehmen können, ganz ehrlich. Schwach, Alter. Schwach. Okay, wie komme ich in diesen Bunker rein? Mann, Dominik. Du bist ja eine Ein-Mann-Armee. Mich mag Dom am liebsten. Mhm. Deshalb bin ich schnell dabei. Er ist da drüben! Steck das Ding weg! Tu es, Dom! Noch jemand? Nö. Zwei Mann hier oben. Die wollten hier rein, aber wieso?
Gut, die letzte Gruppe, dann bin ich durch. Immer diese riesigen, total völlig leeren Gebäude. Dolores, entspann dich. Ich bin einer von den guten Bösen. Von den guten Bösen. Von denen, die böse sind, aber ab und zu Gutes tun. Jetzt hab ich's. Bitte dich. Ich will hier hoch. Ich kann ganze Armeen töten, aber einen Randstein hochgehen? Nope. Stirb! Das überlebe ich nicht. Eine Waffe. Ey, die Frau hast du angeschossen. Oh, da hinten sterben meine Jungs. Ey, wo bist du denn? Hier drüben. Der Kampf ist doch überstanden, oder? Also beruhig dich. Nice. Oh fuck, Jungs! Ich hab das Schwein! Ich hab nichts getan! Und den letzten hier, komm schon! Ja, ich glaube nicht, dass es dich schwer erwischt hat. Alle Rebellen sind tot. Das liest man gerne. Hey, alle Rebellen sind tot, Kumpel! Hat er nicht mitbekommen, ne? Macht einfach weiter, als gäb's noch eine Rebellion. Hab ich dich! Genauso wie der hier. Alle Rebellen sind tot! Jinky, mein Freund. Was nun? Henry? Ich schätze, wir warten, was? Oder soll sich jemand bei dir melden? Ich bin mir nicht sicher. Mitchell meinte, jemand würde zu mir kommen. Mann, ich hasse diese Agenten-Scheiße. Okay, wenn wir warten müssen, dann... Ja, wieso nicht, oder? Nehmen wir noch ganz schnell hier die Läden ein. Das mache ich in einem Wisch elegant. Oh, es hat geklingelt. Alright. Ah, hola. Sind Sie Senior Dominic? Ja, wer ist da? Mein Name ist Maria. Maria Torres. Ich arbeite für das Büro von El Presidente. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind kürzlich auf Sie aufmerksam geworden. Sie scheinen unser Land sehr zu lieben. Stimmt. Senor, wir müssen etwas besprechen. Könnten Sie in den Präsidentenpalast kommen? Sie können hier wohnen als Ehrengast. Alles Weitere erfahren Sie dann. Adios. Uiuiui, eine sexy Kubanerin. Im Ehrenpalast. Im Ehrenpalast, Ehrengast im Präsidentenpalast. So rum. Es ist ein Ehrenpalast, oder? Ich meine, boom, bitch. Was haben Sie hier denn noch? Danger Zone. Ruhe in Frieden, Dominic. Oh, fuck. Zeit zum Aufwachen. Wach auf, Mann. Jungs, ich... Ist gar nicht gut. Ich glaube nicht, dass es dich schwer erwischt hat. Steck das Ding weg, Mann. Runter! Joe, du bist ein Heiliger. Nicht schießen. Nichts gefunden. Runter! Erst zertrümmern wir dein scheiß Zeug und dann deine Visage. Er hat Verstärkung geholt, was gar nicht gut ist. Wir müssen schnell den Laden hier übernehmen. Jag es hoch! Hochjagen, Junge. Wir haben etwas Zeit, aber wir wollen hier nicht raus. Santa Maria! Okay, warten wir lieber mal hier. Der Typ ist gewesen, wenn wir es auf meine Art machen. Oh, shit! Könnt ihr gerade sehen, was wir hier an Gegenwehr vor die Füße geworfen kriegen? Das ist heftig, ne? Der ist es nicht wert, dass man für ihn ein Loch gräbt. Oh, Scheiße, er ist hier! Boom, boom, boom. Oh yes, Mama. Knack ihn! Soll ich die Tür aufmachen, Boss? Das ist er! Willst du sehen, was... Gut. Ey, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Keine Bewegung. Okay, die kämpfen mit den Bullen. Joe, aus dem Weg. Ja, aber hier kann man doch bestimmt irgendwas übernehmen. Wo ist der Manager? Hab's gleich. Verdammt, sowas Widerspenstiges. Ein riesiger Safe mit einem weiteren Safe. Also da muss es irgendwas Gutes geben. Oh, Scheiße!
gar nicht gut. Alter, wie konnte er das überleben? Sayonara, Scheißkerl. Steck das Ding weg. Vorsicht, die haben da oben einen Heckenschützen. Jetzt entspannt euch. Zwing mich nicht, dich zu töten. Ah, verdammt, die Bullen. Ich will doch nur den Laden übernehmen. Scheiße, hier drüben. Und der mit der Waffe. Ich renn da mal ganz schnell durch, ja? Ich will keinen Ärger. Ich will absolut keinen Ärger, hier Jungs. Drüben. Schnell hier hin. Wo geht's hier hin? Die Tür du sieht ziemlich alt aus, Boss. Komm schon. Wir müssen so den Laden übernehmen. Ausgleich. Verdammt, sowas Widerspenstiges. Ey. Runter! Aus dem Weg! Dass wir sowas nicht selbst können, ne? Wow, fuck! Licht aus, Dreckskerl. Er kommt! Ich kassiere Geld und du Kugeln. Ist das nicht ziemlich seltsam? Tun Sie mir nicht weh. Alright. Lass den Manager am Leben. Hören Sie auf, mich mit dem Ding da zu bedrohen. Billy, ich will deine Laden. Nicht schießen. Okay, ich gebe Ihnen das Geld. Hat ja auch lange gedauert, oder? Sehen Sie sich an. Sie können diesen Laden nicht schmeißen. Nicht ohne mich. Kapiert? Okay, das Geschäft gehört Ihnen. Aber vermasseln Sie es nicht. Dankeschön. So, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wie es weitergeht, ihr dürft gespannt sein. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen. So könnt ihr das Projekt am besten unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Und... tschüss!